Zum Abschluss unserer Russ Meyer-Reihe zeigen wir Ihnen heute seinen Debütfilm Der unmoralische Mr. Tees. Mit ihm begann die Geschichte des Genres Sexfilm, genauer der Nudies, die Russ Meyer unter anderem zum Kultregisseur gemacht haben. Am nächsten Dienstag im Cineclub sehen Sie dann Das Gesetz der Begierde von Pedro Almodovar, einen weiteren Leckerbissen der Kinowelt. Aber jetzt zum unmoralischen Mr. Tees. Er leidet unter einer schwer heilbaren Krankheit, einer Krankheit, die sich mancher Mann vielleicht wünschen würde, denn Mr. Tees kann bekleidete Frauen nackt sehen. In diesem Sinne, gute Unterhaltung.